Herzlichen Dank an die Kollegen der Nachrichten und willkommen zur Brisanz-Sendung heute. Und bevor wir sonst auf diesen Tag gucken und die Themen, die uns so beschäftigt haben, haben wir ganz tolle Bilder aus nach Norwegen oder nach Finnland reisen. Schöne Bilder heute zum Start. Jetzt gucken wir sonst auf den Tag. Das kann man unbedingt verstehen und die Gedanken sind bei der Familie. Dennoch gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele Menschen, die Fragen haben, die sich diesen Sprung vom Schiff einfach nicht erklären können. Vielleicht deshalb noch ein paar Worte von einer Expertin dazu. Denn die eine Theorie ist ja, dass es Selbstmord gewesen ist von Daniel Kübelböck. Und Sandra Sangsari, die ist Diplompsychologin, also Fachfrau in solchen Situationen. Vielleicht können wir ganz allgemein beginnen. Welche Krankheitsbilder gibt es denn Ihrer Erfahrung nach, die Menschen dazu bringen, den Tod als Ausweg zu wählen? Spannende Geschichte. Jeder kennt doch das Angebot in Restaurants All You Can Eat. Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, wie ernst ist das eigentlich gemeint? Und wie verbindlich ist so ein Versprechen, wenn man sich das an die Restauranttür schreibt? Und gilt es denn wirklich noch, wenn jemand kommt, der wirklich viel essen kann? Und ich meine viel. So einen Mann haben wir jetzt nämlich. Er ist Sportler, kommt aus Bayern, ist Triathlet und kann essen für zwei, könnte man sagen. Und damit hatte man in dem Restaurant, in dem er dann war, nicht gerechnet. Und dann gab es doch Probleme. Na, das ist doch mal ein Angebot. Die Frau, die jetzt kommt, die heißt Sophia. Und da darf man gern wirklich zweimal hinsehen. Sie ist ein Model, aber nicht, weil sie diesem Figurabziehbild entspricht, 90, nur Salat und wieder 90, sondern weil sie eben, und Sie haben schon hingeguckt, genau etwas Originelles mitbringt, nämlich diese durchgehenden Augenbrauen, nennt sich Unibrow. Kennen einige vielleicht schon von der Malerin Frida Kahlo, die hat das damals auch gemacht, Haare wachsen lassen als Zeichen von besonderer Natürlichkeit. Aber damit erntet man doch sehr unterschiedliche Reaktionen, werden Sie auch gleich sehen. Sophia liegt allerdings, muss man auch mal sagen, damit voll im Trend. Sei wie du bist, gern auch mal anders. Das ist nämlich gerade sehr in. Und nun, kann man das so sagen, sind wir tatsächlich ein bisschen stolz, denn wir haben Zuschauer mit großem Herzen, genau, sie sind gemeint. Denn sie haben mitgeholfen, dass es diesem kleinen Mädchen hier wieder besser geht. Arias Geschichte hat da draußen bei Ihnen ganz viele Menschen bewegt. Das Mädchen brauchte ein Spenderherz. Das war der große Aufruf. In Deutschland hätte sie dafür 2 Jahre warten müssen. Nun hat Aria, das war das große Glück, auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und konnte dort sehr viel schneller an ein Herz kommen. Aber all das drohte zu scheitern. Woran? Am Geld, wie so oft. Und da sind Sie eingesprungen, die Zuschauer. Und so konnte Aria dann nach Memphis fliegen, konnte ihr Herz bekommen. Und es ist, wie schön, alles gut gegangen. Und jetzt ist Aria zurück und alle sind überglücklich. Klar, sind wir jetzt auch. Wir wünschen das der Familie sehr. Alles Gute. Und wenn wir dürfen, kommen wir gerne noch mal vorbei und besuchen Aria. Und jetzt gucken wir auf die Prominenz heute an diesem Tag. Mädels, Til Schweiger will uns was sagen. Hören wir gleich. Pur hat gerade schwere Zeiten, trotzdem ganz viel vor. Und wenn Promis singen, all das jetzt. Ja, Männer, haltet eure Frauen fest. Til Schweiger will sich gern noch mal neu verlieben. Hat er uns heute verraten. Auch beruflich gibt es ganz viel Neues von und mit Til Schweiger. Und das hat auch mit der Frau zu tun, mit der er gerade auf Instagram für so viel Diskussionen gesorgt hat, weil er sie so gern auf den Mund küsst. Und haben Sie es gerade bei uns gesehen? Er hat es wieder getan. Und das ist ja auch gut so. Es ist nämlich seine Tochter. Hier sind Lilly und Til Schweiger. Also, was haben wir gelernt? Immer schön in Bewegung bleiben. Muss eben auch so ein Til Schweiger. Dann bleiben wir noch mal beim Film. Gestern Abend große Premiere in Berlin mit deutschen Top-Superstars. Ein Film, und da dürfen jetzt alle noch mal Schulwissen testen über Bertolt Brecht und seinen Versuch, die Drei-Groschen-Oper zu verfilmen. Was hat er noch mal gesagt, Herr Brecht? Können Sie noch so ein Zitat? Haben wir bei der Filmpremiere mal gefragt, sozusagen Quizwissen. Das wurde sehr lustig. Sein oder nicht sein? Nee, das war ja doch ein anderer. Aber das Lied hier, das kennen Sie bestimmt. Ja, und dann gibt es noch einen Tipp für Serienfans. Und Schauspielerin Fritzi Haberlandt schwärmt uns jetzt davon vor. Ja, Diagnose Krebs, wie geht man damit um? Das erlebt auch eine andere Band gerade, von der man es lange Zeit nicht wusste. Die Band Pur nämlich. Gerade wollen sie wieder auf Tour. Das neue Album ist Freitag draußen. Also eigentlich stehen da gerade alle Zeichen auf grün und auf volle Fahrt voraus. Aber all diese Pläne, die werden eben gerade überschattet von dieser Diagnose, von der Krebserkrankung eines Bandmitglieds. Lange wurde das geheim gehalten. Inzwischen redet die Band auch drüber. Aber bevor wir das machen, soll es jetzt erstmal um das gehen, was die Pur-Fans so sehr lieben an dieser Band.
Das mit dem Glückskick ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf morgen. Schönen Abend. Tschüss.